So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2. Nur von der Orientierung her, es ist der gleiche Tag, an dem ich auch die letzten zwei Parts aufgenommen habe, wo ich etwas schlecht gelaunt war, glaube ich. Vielleicht war ich auch einfach nicht schlecht gelaunt und es kommt mir nur so vor. Und warum ist da jetzt ein Ladekringel? Ich kann gerade nichts drücken. Ah. Und, oh, zwei Player. Okay, das kann ich dann knicken. Schaut mal, was Rasierer am raushauen ist heute. Was ist denn, was ist denn, was ist das denn? Ach, jetzt sehe ich auch übrigens die Uhrzeit da unten. Warum habe ich das denn vorhin nicht gesehen oder realisiert? Genau danach habe ich doch geguckt. Hä? Ich weiß es nicht. Gut, jedenfalls, was wollte ich tun? Warte, ich hatte gerade einen Plan, was wir machen. Jetzt habe ich es vergessen. Ich meine, ich kann auch einfach vielversprechend Level spielen. Okay, wir spielen mal kurz ein paar vielversprechende Level. Bis mir einfällt, was ich tun wollte. Fliegen wir doch eine Runde. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Das klang komisch. Ist mein Fernseher schon wieder? Moment. Nicht, dass das hier jetzt, dass ich hier die Leute beschalle. So. Da ist also die Feder drin. Und dann? Was? Aber den Weltrekord hole ich mir. Was? Veralbern hier? Bin ich so eigentlich schneller? Also noch schneller wird es doch nicht, oder? Höchstens am Anfang ein bisschen schneller an die Feder kommen. Hat das gereicht? F. Ach ja, ich soll das F ja nicht mehr sagen. Entschuldigung, Silaikan. Will ich das jetzt nochmal? Na komm, einmal probieren wir es noch. Ah, das war schon. Siehst du, das ist genau der Punkt. Da bin ich zu langsam. Nee, das ist genau das. Da bin ich zu langsam. Genau da. So, aber jetzt wird es eigentlich nicht mehr schneller. Ich meine, kriege ich da irgendwie Geschwindigkeit zustande? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Werde ich da irgendwie noch mal schneller? Aber das glaube ich irgendwie nicht. Oh no! Habe ich nicht getan. Habe ich nicht gemacht. Doch, dadurch bekommt man schon noch mal Geschwindigkeit zu, oder? Nein! Okay, wir lassen das mit dem Weltrekord. Oh Mann. Surf on the Schmoving Shell. Warum ist denn sowas? Wie kommen denn. Hä?
Hä? Wieso ist das... Hä? Wieso war ich nicht ganz oben bei vielversprechend eigentlich? Ach, das war überhaupt nicht aktuell, oder was? So, was hat der Japaner hier gemacht? Naotti. Hi. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Das kann ich. Ach so. Hätte ich mir denken können. Das Ding fährt. Jetzt. No. Okay. Das sieht aber ganz cool aus, tatsächlich. Das ist wirklich was, was ich mir unter vielversprechend vorstelle. Das sieht ziemlich cool aus. Aber was ist denn das, was sich da bewegt? Erst als ich drüber gehe, fängt es an. Was ist denn da drunter? Mist. Was ist denn da drunter? Es ist ja was, was sich überhaupt nicht bewegt, solange ich nicht drauf bin. Also solange ich nicht, ne? Was ist das denn? Man weiß es nicht so genau. Wait, ist der hängen geblieben? Hä? Ist der hängen geblieben? Move! Hier fährt er doch auch einfach durch. Irgendwie ist der langsamer durchgefahren, als ich dachte. Ne? Ja, der bleibt da hängen. Okay. Okay. Sehr interessant. Kann ich jetzt runter? Jetzt kann ich runter. Ah ja. Jetzt fährt er los. Okay, neue, nächste Stufe sozusagen. Ja, jetzt ist es nur noch 3 groß. Oh, lass mich in Ruhe. Oh boy. Nein! Verfluchter Fisch. Oh nee, das wär's doch gewesen, ne? 100%ig wäre es das gewesen. Ja, es war so klar. Ah, jetzt mache ich Quatsch, weil ich jetzt wieder salty bin. Ah, jetzt bin ich solche auf den Fisch. Ach Mann, warum kann denn nicht einfach mal ein was funktionieren? Das wäre so eine schöne Zeit. So eine schöne Zeit geworden.
Hallo? So. Wettner kommt ins Ziel. Nein, okay, es wäre noch nicht das Ziel gekommen. Dann habe ich nichts gesagt. Thank you. Schreibt jetzt komplett vor Playing. Oh mein Gott. Der Schluss ist zwar okay, aber für eine Zeit, wenn man auf Zeit spielen will, ein bisschen nervig. Aber das Level an sich war toll. Das Level an sich war wirklich toll. Okay, wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Ja, man braucht an sich eigentlich gar keinen Plan, um aufzunehmen. Ne? Ich kann einfach vielversprechend spielen. Aber ich hatte irgendwas vor. Ich weiß nicht mehr was. Verdammt. Oh, no. Lass mich hier mal weg, Freunde. Ah ja. Ah ja. Das ist ja interessantes Mario Kart. Ich springe bei Mario Kart auch immer komplett durch die Luft. Aua. Halt ziemlich dumm, dass es da einfach drauf ankommt, wie man da drauf landet. Ne? Das ist halt ziemlich dumm. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier springen muss, damit der Sprung nachher funktioniert. Uff. Auch in Ordnung. Nicht mal das geht. Nicht mal normal drüber fahren. Nee, nee, danke. Dann nee. Dann sehe ich das hier gerade nicht. World 1.1 wird der 3D-Twist. Ich hoffe, es ist interessanter Twist und nichts Langweiliges. Nicht einfach nur 1.1 mit dem Katzenanzug. Das bringt's natürlich voll. Gut, das ist dann das Bonusding. Und das führt mich ans Ende. Gut, so sieht man jetzt natürlich mal, wie das aufgebaut gewesen wäre. Ne? Genau so war die Röhrenführung, deswegen kommt man dann am Ende auch wieder da raus. So ist das gewesen damals. Na, jetzt wisst ihr, warum das so war. Ist das der Twist? Oh. Blume? Danke. Okay.
Was ein Twist. Gott, der hält, wenn er groß ist, so viel aus. Will das nicht. Danke. Mein Gott. Wie hat denn das eine mit 40 Sekunden? Wait, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Geht das? Für den Twist gibt es auf jeden Fall ein Herzchen. Aber geht das? Ich habe eine Idee. Wenn der alles so gebaut hat, wie es im Original... Wenn er alles so gebaut hat wie im Original, dann gibt es hier einen Stern. Ach komm, oh komm schon. Wow. Und zwar hier irgendwo. Wie lange hält der? Lang genug. Lang genug hält er. Sehr gut. Wenn man jetzt keinen Quatsch macht vorher, dann, ne? Kriegt man ja auch den... Ach so. Das heißt, der mit den 40 hat auch vorher Quatsch gemacht. Dann machen wir jetzt aber noch weniger Quatsch. So. Jetzt haben wir noch viel weniger Quatsch gemacht. Nein, ich hab's verfehlt. Ah, das war... Nee, das war schon wieder... Ich hasse es, wenn ich schon so anecke. Wenn ich schon so losgehe, dann möchte ich schon gar nicht weitermachen. Yes, das war besser. Das war ungewollt gut. Yes! Go! Jetzt kein Quatsch mehr machen. Kein Quatsch mehr machen. Nicht anecken. No! 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 Ach Mann. Das war so ein guter Start, ne? Ah! Dang it! Yes! Go! Lauf! Hol dir das! Los geht's! Nice! Nicht anecken! Lauf! Nice! Runter! Rüber! Zack! Rein und fertig! Okay, gute Zeit! Nehme ich! Gute Zeit! Sehr schön. The Escape Mega Drive. The Escape from the Sega Mega Drive Version of Aladdin. What? Ah. Das sind so Kugeln, die da runterfallen, ne? Im Original. So, Felskugeln. Ach, Mann, ich will einfach durchrennen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Oder mit einem beherzten Sprung. Lass das mal ausprobieren. No. Nice. Es geht. Es geht. Man kommt durch. Gut.
Warum gucke ich immer zu OBS, wenn ich mit euch rede? Ich meine, ihr seht mich eh nicht. So, als hätte ich eine Webcam und würde dann da reinschauen. So, hallo. Guck mal, ich habe recht gehabt, es geht. Ach Mist. Ich gucke immer irgendwie dann zum Laptop, wenn ich mit euch anfange zu reden. Das ist... Fällt mir jetzt erst auf. Ich bin weird. Nice. Nice. Bitte kein Quatsch machen. Ich habe eine gute Zeit bisher. Mach keinen Quatsch jetzt. Oh Gott, es wird eine gute Zeit. Mach keinen Quatsch. Yes. Ah. Ich glaube aber nicht der Rekord, ne? Der war irgendwas mit 20. Ich glaube, das waren keine 20. Nein! So knapp. So knapp. Aber nochmal spiele ich es nicht. Dafür ist gerade viel zu viel gut gelaufen, was nachher nicht mehr gut läuft. Ei. Okay, okay, Oily. Oily, zeig mir, was du drauf hast. Es gibt unsichtbare Blöcke. Vielversprechend. Ah ja. Oily, bitte enttäusch mich nicht. Vor allem ist es Oily 2.0. Ah ja. Jetzt komme ich da unten raus, oder was? Ah, beste Tür. Okay. Da steigt Zeug hoch. Okay. Steigt das da von Anfang an? Oder kann ich das so ein bisschen... Da steigt es. Aber... Geht es auch wieder runter? Es geht auch wieder runter, okay. Hm. Ja, das war ja smart. Aber was mache ich denn? Ich will erstmal weiter nach rechts laufen und gucken, was da so kommt. Ich könnte mir schon denken, wo ein Schlüssel ist. Aber ich will erstmal gucken. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht gesehen, dass es hier rote Münzen gibt. Jetzt sehe ich das auch. Einige sogar. Oh mein Gott, was? Okay. Den eigentlich einsammeln, aber okay. Das gibt's doch nicht. No! Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass einer davon auch einen Schlüssel hat. Ich sag mal! Hä? Kann ich den nicht holen? Anscheinend kann ich den nicht holen. Ja, dann gucken wir erstmal weiter.
Wenn ich gerade zu inkompetent dafür bin, den zu holen. Ja, jetzt habe ich ihn. Toll. So, und das Ding fährt jetzt auch irgendwo hin. Ich habe da eine Münze gesehen übrigens. Nicht, dass ich sie jetzt bräuchte, aber ich habe sie gesehen. Hä? Ich schaue gerade mit verwirrtem Gesicht in die imaginäre Webcam, die nicht da ist. Hä? Wenn man das hier jetzt schneller hinkriegen würde, wenn man da reinkäme, ne? Dann... Oh oh. Daran scheitert's. Daran scheitert die Zeit. Dass man hier nicht schnell genug rauskommt. Ah. Das ist alles. Daran scheitert die gute Zeit. Ab wann kann ich denn jetzt zum Ziel? Hier, ne? Ah, es hat nicht gereicht. Nicht ganz. Ah, schade. Okay. Aber ich schaff's halt nicht. Nee, bevor das Ding hochgeht, das schaffe ich nicht. Nee, da komme ich nicht rein. Schade. Na, das wäre eigentlich der Knackpunkt. Das wäre eigentlich der Knackpunkt in der ganzen Geschichte. Wenn man das hinkriegen würde, dann könnte man hier eine richtig gute Zeit abfahren. Aber kriegt man nicht. So, aber jetzt reicht es. Aber ich glaube, jetzt war ich zu langsam. Ich glaube, der war ein Ticken schneller, der den Rekord hat. Oder die. Okay. Jetzt ist mein Ehrgeiz aber geweckt hier. Kann ich nicht eigentlich direkt darüber? Wenn ich das schaffe, ich müsste es irgendwie schaffen. Wirklich richtig schnell da hinten und da runter zu kommen, sodass ich noch da durchkomme, bevor die hochsteigt, die Lava. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht wirklich nicht. Ich glaube, es geht viel, aber das geht nicht. Ich wüsste nicht, wie das hinhauen soll. Ah, das war schon schwachsinniger. Schwachsinn, wollte ich sagen. Nee, ich glaube, es ist wirklich dann einfach nur das Losspringen zum Ziel, was den Unterschied ausmacht. Schade. Na, das ich komme da nicht... Das haut nicht hin. Das haut einfach nicht rechtzeitig hin. Das macht natürlich auch den Unterschied aus, dass man hier einen Ticken schneller loslaufen kann vielleicht. Und hier kommt man vielleicht ein bisschen schneller hoch. Ah, verdammt. Genau so. Da war jetzt war schon langsamer, oder? Ist egal, ich sterbe eh. Ich glaube, ich weiß es nicht. Wenn ich nicht ganz schnell da hinten bin, vielleicht kann ich dann was tun. Ich weiß es nicht. Ich müsste es mal ausprobieren.
Aber hier brauche ich halt schon wieder zu lange. Nice. Da jetzt... Nee, das geht nicht. Nee, das haut nicht hin. Ich kann lediglich hinten... Nee, ich schaffe das nicht vorher. Die Lava steigt viel zu schnell. Ich kann da nichts machen. Wenn es aber eh so ist, dann kann ich mich ja hier auch in Ruhe aufhalten. Ach. Mist. Nein, ich bin angeeckt. Nee, das kann nicht funktionieren. Nein, nein. Ich gebe das auf. Ist okay. Ist okay. Nur hier kann ich schneller loslaufen. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Und dann muss ich halt schauen, dass ich wirklich den allerersten Moment nehme, um dahin hochzukommen. Jetzt. So. Wenn es wieder nicht gereicht hat, dann lasse ich es. Noch schneller wird es nicht. Noch schneller wird es nicht. Yes! Nimm dies. So, Euli, was hast du noch so gebaut? Jetzt komm mal her. Bei den Deutschen schaue ich da mal ein bisschen genauer mal drauf. Das war ihr erstes. Okay, vielleicht ist es ja besser geworden seitdem. Gucken wir uns mal den Geisterbunker an. Hat noch keiner geschafft. Wir werden jetzt erstmal Erster. Okay, das war dumm. Ich habe nicht realisiert, dass es rutschig ist. Komm mal mit. Ja gut, dann halt nicht. Wow! Vielleicht will ich einfach durch Spin jumpen. Ja, das könnte funktionieren. Und jetzt komme ich hier drauf und dann... Ach, ich will in die Röhre. Okay. Entschuldigung, ich bin gerade schon wieder so auf hektisch, ne? Vielleicht soll ich erstmal das Level mir angucken. Aber ich habe ein bisschen... Ich will halt das Level jetzt wirklich als Erster abschließen. Und vielleicht spielt es ja gerade schon jemand. Und dann wäre es ärgerlich, wenn mir das jemand wegnimmt. Ich will das haben. Andererseits nimmt es mir jemand erst recht weg, wenn ich jedes Mal am Anfang sterbe. Anstatt überhaupt zu gucken, was los ist. So, jetzt sind wir erst im Geisterbunker. Da ist eine Tür. Da kommen wir hier rein. Okay. Oh Gott, was? Aber es geht hier direkt in die nächste Tür. Es geht hier direkt in die nächste Tür. Oh, das war jetzt gut. No, das war nicht so gut. Aber der Anfang war gut. Da ist ein Checkpoint, okay. Das war besser. Schupp. So, einfach da drüber. Einfach da drüber. Einfach da drüber. Einfach da rein. Mist. Mist. Jetzt bin ich zu hektisch. Ach, Mann. Ah! Okay, den nehme ich mir mal mit.
Vielleicht kann er ja nicht schaden. Wie genau soll man da hochkommen, wenn man das Ding nicht hat? Hä? Okay. Yay! Ich weiß nicht, ne, toll. Eigentlich, ich schwanke da. Es ist ein bisschen komisch gewesen. Es ist kein Buu, aber für ein Toll reicht's mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Habe ich das andere eigentlich mit Toll bewertet? Das war eigentlich auch nicht toll. So, was ich jetzt tun will, ist natürlich einfach noch eine gute Zeit aufstellen. Das war schon wieder schlecht. Viel zu viel angeeckt. Hier, weg damit. So, jetzt ist eine gute Zeit. Also bisher. So, einfach hier drüber. Zack, einfach da drüber. Dann einmal das Ding holen in der Ecke. Nein! Nein! Ah! Schlecht. Einmal hier hoch. Und das war's ja auch schon. So. Schneller wird's nicht. Juhu. Nein. Echt nicht. Das Cookie-Level. In einen Drachenbauch gefangen. Das Felsenländer. Level? Wolltest du Level schreiben, Euli? Guck mal, hier hast du es auch geschafft. Das Schiff. Die Krieg. 666. Apollis bekommt von Euli auf jeden Fall auch Likes. Sehr viel Apollis bekommt von, okay. Schlüssellevel. Okay, okay, wir spielen jetzt mal nicht Springen von Apollis. Das hat Euli mit 1,24 geschafft. Und sonst noch niemand. Drei Leute haben es versucht. Jetzt töten wir erstmal den Rekord von Euli. What? Besser ist das. Rudi. Rudi! Was? What? No! Okay, wir gucken mal, wie das weitergeht. Das haben wir jetzt schon gesehen. Aber wie mache ich das denn? Jetzt. Ah. Und dann einfach, ja, dann kein Quatsch machen. Okay.
So. Na, das passt ja jetzt mal besser. Und durch. Und hier in die Tür. Okay, ich sehe schon, ich darf mich nicht bewegen jetzt. Das habe ich gesehen. Ah, ihr müsst jetzt hier Dinge runterfallen lassen. Okay. Okay, jetzt kommt der nächste Quatsch mit dem Viech. You better work. Oh Gott, ey. Ah, verstanden. Ah nein, ich muss mich hier hinstellen. Der muss ja hier fallen. Zum Glück braucht er nur 3 Jahre, um den loszulassen. Nein! Lass den los. Mein Gott. Oi, 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 oi. War ich jetzt schneller als Oily? Ja. Nee, es war an sich schon durchdacht, ne? So, Apollos hat auch ein Jump'n'Run gebaut. Auch da hat sie als einzige... Nee! 2 Leute haben es geschafft. Ach, und da hat jemand anders auch den Rekord. Dann holen wir uns den Rekord jetzt auch noch, ne? Da bin ich voll dafür. Was ein spannender Start. Okay. Oh Gott. Alles klar. Ja, das hat ja gut funktioniert. Ach du Schande. Kann ich das irgendwie hier umgehen? Nein. Schusch. Kann ich es jetzt irgendwie umgehen? Oh, warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Ja, das geht. Das wird gehen. Das wird gehen, wenn ich es richtig mache. Yes! So gut. So viel besser. So. Ich glaube, den Pilz nehmen wir mal lieber nicht mit. Ah, zu langsam. Aber wir können es umgehen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Nice. Nicht so nice. Das war zu lang. Nein, passt. Passt sogar. Sehr gut. Ah, ich hasse Ringe. Aber es ist besser als Sägen auf Schuhen. Schuhen auf Sägen. Oh, Schuhen. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ist trotzdem eine lang genug, eine Wartezeit, die lang genug ist. Ah, nichts, Mano. Was soll das denn? Jetzt habe ich schon so einen tollen Trick gefunden und jetzt kriege ich nicht mehr hin. Ach komm. Was ist denn jetzt hier los? Kündige gleich. Dankeschön. So, schön die Ecke. Ach Mann, wieso haut denn das jetzt nicht mehr hin? Kann doch nicht sein, dass nur weil ich mich beeilen will, das dann nicht hinhaut. Soll das... Oh.
Was ist denn? So, danke schön. Ups. Lass das rüber. No, es kostet mich alles. Ach Mann. Zeit. Mal geht's mal nicht. Oh Gott, aua, 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 aua. Ich muss mich mal anders setzen. Aha, mein Bein schläft hier ein. Uff. Das war nicht so angenehm. Das war jetzt nicht so angenehm. Nehmen wir noch auf? Ja. Entschuldigung. Oh Gott, das war gerade... Ach, ja. Sollte solche Bewegungen einfach nicht machen, wenn ich sitze. So. Nice. Gib mir den Pilz jetzt aber. Gehen wir da gleich mit, dann gehen wir da gleich mit und dann haben wir hier einen Checkpoint, der aus irgendeinem Grund... Hä? Ernsthaft jetzt? Woher soll man wissen, wie rum der gehört? Richtig. Man kann es nicht wissen. Gutes Level. Okay, wir sollten uns das erstmal angucken, was hier kommt. Was ist das denn jetzt? Oh, nice. Das klappt ja super. Also allein dafür. Ach. Allein dafür hat es eigentlich schon einen Buff verdient. Ich meine, da ist der Pfeil, das sehe ich ein. Dass der Pfeil... Wait, aber ich muss erst nach rechts rein, sonst geht das nicht. Dann ist der Pfeil ja sogar eine Irreleitung. Ich muss ja erst nach rechts, dann... Oh Himmel, ist das dein Ernst? Dann ist es ja eigentlich sogar schlecht, groß zu werden. Ja, weil dann kann ich ja direkt... Ich werde einfach jetzt nicht groß. Ich hoffe, ich brauche den Pilz nicht mehr. Nein, ich habe es getan, ne? Oh, ich hasse alles. Warum habe ich das gemacht? Oh, Mann, oh. Oh, ich habe ehrlich gesagt eigentlich gar keine Lust mehr auf das Level. Wollt ihr das jetzt noch sehen oder nicht, ist halt die Frage, die ich mir stelle. Wenn ich mir dann vorstelle, es gibt Leute, die jetzt sauer wären, wenn ich jetzt abbreche, dann breche ich halt nicht ab. Es kann eigentlich ja keine geben, die sauer sind, wenn ich weiterspiele, weil dann schaut einfach nicht weiter. Ne? Ihr seid nicht gezwungen, bis zum Ende von dem Level hier zuzugucken. Ich spiele das jetzt für die, die es sehen wollen. Und wenn es keiner mehr sehen will, dann guckt halt jetzt einfach keiner mehr weiter. Easy. Oh mein Gott, ich bin so eine Nuss. Also, ne, also das Argument werde ich nie verstehen. Das ist, heißt, das Video ist zu lang, das kann man nicht alles angucken. Ja, dann guck nicht alles an. Dann guck halt das, was du schauen möchtest. Und wenn du sagst, jetzt habe ich genug geguckt, dann guckst du halt nicht weiter. Es ist ja keine Story oder so, die man hier verpasst. So. Jetzt habe ich es euch aber argumentativ gegeben, ne? Oh, das klappt übrigens so viel schneller. Schau mal einer, guck. Ich hätte trotzdem...
Yo! Warum bin ich denn so? Warum klappt das jetzt wieder nicht? Und irgendwie finde ich es auch, ist es so ein bisschen... Gerade ein Level, was man angefangen hat, das dann nicht zu beenden. Also wenn man es wirklich bewusst angefangen hat. Ich habe natürlich vorhin auch ein paar Level gesagt, die spiele ich nicht. Und habe das dann da auch gelassen. Aber hier habe ich halt so dieses... Mit dem Level habe ich mich jetzt halt schon gedanklich angefreundet. Das jetzt einfach nicht zu spielen wäre irgendwie falsch. Ich weiß nicht. Oh, wow. Ich hab's drauf. So. Ich kann doch jetzt einfach da runter. Oh. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Also tatsächlich so langsam rüber, dann hier runter. Und dann da rüber und dann... Oh mein Gott, okay. Okay. Jetzt werde ich zumindest nicht mehr neu starten. Den Fehler mache ich halt echt nur ganz selten noch. Leider passiert es aber eben. Was nicht so schön ist. Also das klappt ja. Und jetzt hier rausspringen. So. Woher weiß ich jetzt, wie ich das umstellen muss? Wir fahren einfach höher. Okay. Wir rutschen damals mal runter. Oh, und da ist das Ziel. Okay. Gut. Gut. Nee, aber das war irgendwie... Irgendwie nicht so schön durchdacht. Ich mache einfach keinen. Toll, ich mache jetzt keinen Buu. Gut, das waren die, die sie Herzen gegeben hat. Ich bin mir unschlüssig. Komm, mit 22 Sekunden, das ziehen wir noch durch. Da hat Apollis den Weltrekord geholt. Also die spielen ihre Level gegenseitig. Die müssen sich irgendwie kennen. Haben auch eine ähnliche Schrift. Also, oh, ich finde das immer so traurig, wenn man nicht schreiben... Wenn jemand LRS hat, ist das ja was ganz anderes. Na, das meine ich damit ja gar nicht. Es ist so... So viele Leute können gar nicht LRS haben, die nicht schreiben können. Das ist unglaublich. Was sollte das heißen? Es kann doch nur das Felsenlevel heißen. Ich weiß nicht, was es sonst heißen soll. Yo, hi. No! No! Ich will doch nur schnell sein. Oh boy! Wo geht der hin? Warum schwebt... Warum schwebt Bäume in der Luft? Warum? Das habe ich ja noch nie gesehen. Warum lässt man Bäume in der Luft schweben? Warum denkt man, dass das okay ist? Warum? Warum? Schwebende Bäume sind nicht okay. Okay?
Aber was tue ich denn hier? Failen, ja, weiß ich, danke. Oh Gott, ich habe schon wieder fast getan. So, komm her. Nein, ich... Haben die sich jetzt gegenseitig gekillt, jetzt wo ich sie nutzen will? Oh, das gibt's doch nicht. Da hatte ich so eine gute Idee. Dann hat es einfach nicht funktioniert, weil ich doof bin. Weil ich doof bin. Ah, die Idee war so gut. Nein, ich habe schon wieder getan. Oh. Da ist halt einfach eine Katzenglocke gewesen. Ja, moin! Okay. Aber Polis hatte 20 Sekunden, ne? Das heißt, ich habe jetzt 25. Das heißt, ich war schlechter. 22. Durch. Einfach durch jetzt. Oh, das könnte jetzt ein Problem werden. Das war immer noch nicht schneller. Es war schneller als vorhin, aber nicht schneller als Apollos. Das geht deutlich schneller als Apollos, seht ihr ja. Mama! Warum? Warum passiert das? Nein! Nein! So einem Level mit dem eigentlich einen Rekord haben. Was ist das für ein Gedankengang immer bei mir? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich will ich nicht schlechter sein als jemand wie Apollos, der komische Sachen macht. Oh boy! Kann man sich nicht mehr an die Bäume ranhängen, wenn man in diesem Flugmodus ist? Ich habe nämlich nach oben gedrückt, aber es ist nichts passiert. Okay. Alles klar. Ich kann mich nicht mehr ran... Hä? Nein! Wollte ich nicht. Lass mich da wieder rein. Ich bin hier nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig miteinander, Level. Warum? Was mache ich denn auf einmal? Den Quatsch habe ich doch vorher nicht gemacht. Warum mache ich ihn denn jetzt? Gott, wie ich sowas immer nicht verstehe. Ist okay. Ist okay. Ist alles okay. Komm schon.
Es war immer noch nicht schnell genug. Ah! Sehe ich, dass das nicht gereicht hat. Es ist eine Sekunde. Verliere ich die denn? Außer, dass ich dumm bin. Gut, vielleicht bin ich so ein bisschen schneller, wenn ich darüber springe. Nein! Nein! Es ist wieder nicht schneller. Wie hat er das gemacht? Wo war der? Wo war der? Ich könnte mir was denken. Aber ich werde immer... Nein, das wollte ich nicht! Nein, mach das weg! Das wollte ich nicht! Ach Mann. Verdammte Reflexe. Weil das Level an sich eigentlich ja wirklich nicht so dumm... Wow. Eigentlich nicht so dumm ist. Wenn man das Level jetzt mal separat betrachtet, bis auf den Schreibfehler, ist das Level eigentlich ein Level. Also, ich will damit sagen, es ist was Spielbares. Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Wir spielen ja hier 3D-World, ne? Nein! Okay, ich dachte, es wäre eine gute Idee. Aber der Weitsprung war keine gute Idee. Warum reicht das denn nicht? Wieso hat er sich jetzt nicht festgehalten? Mario, was machst du? War es jetzt mein Fehler oder der von Mario? Ich weiß es nicht. Huch. Das war neu. Bruder! Was war das denn jetzt für eine Aktion? Ich verstehe es nicht. Wie ist der auf diese gute Zeit gekommen? Nein! Ja, so auf jeden Fall nicht. So, jetzt go. Rutsch und rüber. Und hoch da. 277. Das könnte, wenn ich Glück habe, unter der seiner Zeit sein. Aber ich fürchte, wir sind knapp drüber. Ganz knapp. Ganz knapp sind wir drüber.
Sag ich ja. So ein Kerl. Ja, ganz toll. Also warum hat er sich jetzt... Nein! Ja. Go! Weg mit dir! Das war besser. Das war, hat gerade erst umgeschlagen zu 277. Komm schon! Das hat gerade erst umgeschlagen zu 277. Komm schon! Yes! Es ist so bescheuert. Es tut mir leid. Danke fürs Zuschauen und tschüss.